Herr Knoll, zielt der Slogan Südtirol ist nicht Italien bei den Bürgern nicht mehr? Ich glaube, das ist sogar ein ganz wichtiges Schlagwort, denn es ist die Grundlage unserer Autonomie. Wenn wir eine ganz normale italienische Provinz wären, also wenn Südtirol Italien wäre, dann bräuchte Südtirol ja keine Autonomie. Aber letzthin, wenn man die Pressemitteilung der Südtiroler Freiheit anschaut, geht es vor allem um Ausländer, also weniger jetzt los von Rom. Ist das gezielt oder wollen Sie im Teich der Freiheitlichen fischen? Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass im Moment dieses Thema eines der wichtigsten Themen für die Bevölkerung in Südtirol ist, weil die Kriminalität, vor allem der Ausländer, total ausartet. Da haben wir ein massives Sicherheitsproblem. Und weil das natürlich für die Autonomie auch maßgeblich ist und für den Fortbestand Südtirols. Denn wenn sich die Zusammensetzung der Sprachgruppen in Südtirol verändert, wenn immer mehr Ausländer nach Südtirol kommen, dann hat das doch auch Auswirkungen auf die Autonomie. Dann wird irgendwann die Frage sich zu stellen sein, wen schützt dann überhaupt noch diese Autonomie, wenn wir zur Minderheit im eigenen Land werden? Könnte es auch sein, dass die Angst vor Jürgen Wirth Anderlan, dass der bei den im patriotischen Lager denn der Südtiroler Freiheit einige Stimme wegnimmt, dass man dann überschaut zu den Freiheitlichen oder zu den Ausländern? Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, Konkurrenz belebt das Geschäft. Konkurrenz ist sogar wichtig für das Geschäft, damit also nicht, man die eigenen Positionen stärken kann. Ich glaube nicht, dass Jürgen Wirth viele Stimmen wegnimmt. Von uns sicherlich nicht, denn ich glaube, wer die Südtiroler Freiheit bisher gewählt hat, der weiß, wofür wir stehen. Wir haben uns seit Jahrzehnten inzwischen schon mit Eva Klotz für die Rechte Südtirols, für die Selbstbestimmung eingesetzt. Wir werden das auch weiter tun. Wir haben eine ganz klare Positionierung und wir haben auch eine Vorstellung, wie unser Land in der Zukunft ausschauen soll, und dafür setzen wir uns ein. Also das Los von Rom ist immer noch eine Priorität. Das Los von Rom wird immer die Priorität in Südtirol sein, aber darüber hinaus darf man natürlich die Tagespolitik nicht vergessen, und deswegen kümmern wir uns vermehrt auch um diese Themen. Glauben Sie, dass es sich überhaupt eine Mehrheit finden würde in Südtirol für ein Los von Rom? Davon bin ich überzeugt, denn wenn wir Herrn und Frau Südtiroler fragen, wo er seine Zukunft am ehesten gesichert sieht, bei einem Staat, der im Chaos versinkt, oder in einem Land, das sich selber regieren kann, dann glaube ich, stimmt schon jeder zu, dass die Dinge, die wir in Südtirol selber gestalten können, meistens besser funktionieren und dass es eigentlich kaum einen Bereich gibt, wo wir mit Italien besser dran sind als ohne Italien. Eine andere Frage, glauben Sie, dass die Österreicher uns überhaupt zurück möchten? Die Frage stellen Sie uns umgekehrt. Glauben Sie, dass die Südtiroler überhaupt noch wollen? Da werden wir uns gegenseitig ausspielen. Wichtig ist einmal, dass wir in Südtirol selbst entscheiden, was wir gerne haben möchten. Und wir haben ja immer klar gesagt, wir möchten, dass die Menschen selber entscheiden lassen. Es soll einfach eine ganz demokratische Volksabstimmung geben, wo die Bürger selber über die eigene Zukunft entscheiden können. Aber diese Forderung gibt es ja schon seit Jahrzehnten mittlerweile. Warum passiert das nicht? Oder warum glauben Sie, dass das ist? Weil wir bisher eine SVP in der Landesregierung hatten, die kein Interesse hatten, dieses Projekt, das im Übrigen in ihrem Statut auch drinnen steht, unter Punkt 1 umzusetzen. Und man sieht ja oft in der Geschichte, manche Dinge brauchen einfach eine Zeit und dann plötzlich sind sie da. Diese zündende Idee wird dann zur Realität und dann muss man einfach vorbereitet sein. Und wir sagen immer, wir haben immer ganz klar gesagt, wir wollen nicht Teil dieses Staates sein. Wir sehen, dass uns dieser Staat Probleme schafft, weil wir viele Dinge nicht selber entscheiden können. Egal, ob das Wolf oder Bär ist, ob das im Kulturbereich ist, denken Sie an das Ehrenamt, aber auch die Frage der Migration. Da hat das schon etwas mit zu tun, ob wir selber entscheiden können oder ob das Rom für uns entscheidet. Und wir glauben, wenn wir selber entscheiden können, dann sind wir besser. Nur hypothetisch, wenn Südtirol zurück zu Österreich käme, was würde denn mit den Italienern in Südtirol passieren? Ja, dasselbe, was mit den Südtirolern in Italien also passiert. Sie müssen selbstverständlich eine Autonomie haben. Und das sind ja die Fragen, die vorher geklärt werden müssten. Es steht ja auch im Raum, dass man eine eigene Europaregion zum Beispiel bilden kann in Europa. Das heißt, dass man nicht mehr zu einem Nationalstaat gehört, sondern eine transnationale oder grenzüberschreitende Europaregion. Das sind ja so die Modelle, die im Raum stehen. Und da gewinnt er das beste Modell. Das liegt an uns, auch hier diese Modelle auszuarbeiten. Halten Sie solche Grenzverschiebungen in einem geeinten Europa überhaupt noch für aktuell und sinnvoll? Gegenfrage, würde es überhaupt ein vereintes Europa geben, wenn die Grenzen sich nie verschoben hätten? Schauen Sie sich die Grenzen Europas vor 30 Jahren an. Ich glaube, jede Weiterentwicklung Europas und jede positive Weiterentwicklung Europas ist nur durch Grenzverschiebungen zustande gekommen. Und zu glauben, dass das Ende der Geschichte sozusagen jetzt auch für Südtirol gekommen ist, das ist doch blauäugig. Grenzen, die es vor 30 Jahren noch gegeben hat, gibt es heute Sie nicht mehr. Sie glauben auch nach wie vor daran, dass es möglich ist, oder? Dass Südtirol zu Österreich zurückkehren könnte. Das ist nicht die Frage, ob Österreich ja oder Österreich nein. Das ist die Frage, gibt es vielleicht die Nationalstaaten in 50 Jahren in dieser Form überhaupt noch? Das weiß ja gar keiner. Aber wir müssen uns vorbereiten und wir müssen uns die Frage stellen, was wollen wir? Und nicht, was sagen uns andere, was ist realistisch oder was ist nicht realistisch. Es haben auch alle Experten gesagt, dass der Fall des Eisernen Vorhanges unrealistisch ist. Die Geschichte hat nicht danach gefragt, plötzlich war da. Kehren wir zurück in die Gegenwart. Zwischen Südtiroler Freiheit und JWA gibt es durchaus Schnittmengen, aber wenn Sie das jetzt verneinen, haben Sie nicht überlegt, gemeinsam anzutreten mit Jürgen Wirth Anderlan?
Es hat im Vorfeld natürlich Gespräche gegeben, aber das ist dann offensichtlich auch nicht gewünscht worden von seiner Seite. Aber wir machen unsere Position ja nicht davon abhängig, was andere machen. Aber Sie hätten ihn aufgenommen? Es hätte Gespräche das natürlich gegeben. Da müsste man dann schauen, ob das dann überhaupt genügend Schnittmengen gibt. Denn wir haben auch Schnittmengen mit der Südtiroler Volkspartei, deswegen werden wir trotzdem nicht gemeinsam kandidieren. Aber das ist hätte, das ist nicht so. Und jetzt treten wir nach wie vor als Südtiroler Freiheit an. Und wenn andere Leute antreten wollen, dann können sie das machen. Es gewinnt immer die beste Idee und die Wähler wissen ganz genau, wer betreibt Showpolitik und wer betreibt seriöse Politik. Denn die Politik im Landtag besteht aus wesentlich mehr als nur flotten Sprüchen zu klopfen. Umfragen zufolge könnte die Südtiroler Freiheit diesmal nur ein Mandat bekommen. Hat Ihre Partei seit der Politpensionierung von Eva Klotz an Anziehungskraft verloren? Ja, das sind die gleichen Meinungsmacher, die 2007 gesagt haben, die Südtiroler Freiheit wird es überhaupt nicht in den Landtag schaffen. 2008, und da sind wir mit 2 Mandaten in den Landtag eingezogen. Ich gewinne lieber Landtagswahlen als eine Meinungsumfrage. Schauen wir, was die Wählerinnen und Wähler am 22. Oktober entscheiden. Sie treten ja als Landeshauptmann-Kandidat an, obwohl Sie wissen, dass Sie mit der Südtiroler Freiheit nie Landeshauptmann werden. Sagt wer? Wo steht das? Dafür müssen Sie mehr Mandate erreichen. Ganz genau, das ist der springende Punkt, worum es geht. Herr und Frau Südtiroler sehen ja, welche Politik die Südtiroler Volkspartei in den letzten Jahren gemacht hat. Sie haben derzeit 2 Mandate wahrscheinlich. Ja, wenn es gut geht, bleibt es bei 2, wie wollen Sie Landeshauptmann werden? Na, also wollen Sie die Wähler bewusst täuschen mit als Landeshauptmann? Ganz im Gegenteil, wir wollen den Wählern diesmal eine Alternative anbieten. Ich glaube, sehr viele Wähler sehen, dass sich Südtirol in den letzten Jahren in die falsche Richtung entwickelt hat, haben gesehen, wie diese Legislatur mit Arno Kompatscher nur von Skandalen geprägt war und nirgendwo steht, dass Arno Kompatscher weiterhin Landeshauptmann bleiben soll. Nur muss man halt, wenn man antritt, auch eine Alternative anbieten und muss man auch bereit sein, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben jetzt in diesen 15 Jahren, wo wir im Südtiroler Landtag vertreten sind, bewiesen, dass wir auch Sachpolitik machen können und wir sind bereit, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ihr Kollege von den Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber, sagt, kritisieren ist einfach, da haben Sie die Opposition leicht. Sie müssten auch in die Pflicht genommen werden und Verantwortung. Also würden Sie Verantwortung übernehmen? Ja, selbstverständlich, weil wir ja auch in dieser Legislatur immer wieder ganz konkrete Vorschläge eingebracht haben, wie man auch Verantwortung übernehmen könnte. Das reicht von dem in der Volkssturmspolitik, das geht aber beispielsweise. Also auch wenn die SVP Sie fragen würde nach den Wahlen, ob Sie in die Koalition eintreten, Sie würden das machen? Nein, wir würden das nicht um jeden Preis machen, aber wir würden selbstverständlich in Verhandlungen gehen, denn es geht ja darum, dass man dann auch die eigenen Positionen in einer Regierung umsetzen kann. Und vor allem geht es darum, dass die SVP nicht so weitermachen kann wie bisher, denn damit schadet sie dem Land. Sie gelten ja als einer der schärfsten Kritiker von Landeshauptmann Kompatscher. Wenn er Landeshauptmann bliebe und aber Sie die Südtiroler Freiheit fragen würde in eine Koalition, was würden Sie sagen? Ich gehe nicht davon aus, dass Landeshauptmann Kompatscher Landeshauptmann bleiben wird, denn er hat in diesen 10 Jahren, wo er Landeshauptmann ist, jetzt so viel Schaden angerichtet und das spüren die Menschen in diesem Land. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er nicht mehr dieses Vertrauen der Bevölkerung bekommen wird. Also Sie prognostizieren, dass es einen neuen Landeshauptmann geben wird? Ich gehe davon aus, denn ich sehe und ich spüre, was die Bevölkerung auf der Straße über die jetzige Regierung spricht. Und wir merken, dass dieser Unmut der Bevölkerung sehr groß geworden ist. Wenn ich nur sehe, dass wir letzte Woche im Landtag die Sitzung 2-mal unterbrechen mussten, weil der Landeshauptmann und die Landesräte lieber in der Bar draußen gesessen sind, als was bei der Arbeit, dann bekommen das die Bürger ja mit. Und dann sagen sie sich zu Recht, so einer Partei können wir nicht länger das Vertrauen aussprechen. Ganz realistisch und ohne Zweckoptimismus, wie viele Mandate wird die Südtiroler Freiheit erreichen? Die Mandate, die uns die Bevölkerung zur Verfügung stellt. Denn eine Zahl? Nein, da muss man sich nicht auf eine Zahl festlegen, denn das ist ein Opportunismus, den Wählern zu sagen, so viele Mandate werden wir bekommen. Es ist eine freie Wahl, wo der Wähler entscheidet. Wir werben mit unseren Ideen, mit unseren Kandidaten, so viele Stimmen als möglich zu bekommen. Und wir sagen den Bürgern auch, wenn sich etwas ändern soll, dann hat jeder Wähler mit dem Bleistift in der Wahlkabine die Möglichkeit, Südtirol in eine bessere Richtung zu lenken. Herr Knoll, vielen Dank. Danke Ihnen für das Gespräch.